Die Geschichte der Fliesen fängt klein an. Während zur Römerzeit Mosaik im Trend lag, sind die Formate im Laufe der Jahrzehnte immer größer geworden. Erstmals aufgetaucht sind die XXL-Fliesen beim Fassadenbau. Als nächster Schritt folgte die Herstellung solcher Großformate für die Raumgestaltung. Inzwischen sind Größen von 1,20 auf 60 längst üblich. Also der Trend, man sieht ihn ganz genau, es wird immer ein größeres Format geben, immer weniger Fugenanteil, 1,50 Meter auf 70, auch an den Wänden. Man will einfach den Raum daheim großzügig nutzen, nicht unbedingt, dass das Auge abgelenkt wird von vielen Fugen. Auch vom Pflegen her ist bei der Hausfrau immer so ein Thema mit den Fugen. Und so hat man eigentlich eine große, glatte Fläche, pflegeleicht. Und die Optik spielt halt wirklich eine Rolle, dass man wirklich auch ein bisschen schummeln kann im Raum. Nach oben hin scheint es kaum Grenzen für Flächenfliesen zu geben. Das bisher größte Format sind 3,60 Meter auf 1,20 Meter. Einziges Problem bei dieser Größe? Das Gewicht. Daher haben die XXL-Fliesen meist eine maximale Dicke von 3 bis 6 mm. Wer jetzt allerdings glaubt, dass das Verlegen von großformatigen Fliesen mit weniger Aufwand und somit auch mit weniger Kosten verbunden ist, irrt. Im Gegenteil, da die großen Platten von zwei Fliesenlegern angebracht werden, müssen und mehr Materialverschleiß anfällt, sind XXL-Fliesen eine teurere Angelegenheit. Und auch beim Verlegen selbst ist der Aufwand höher. Die Herausforderung bei den großformatigen Platten liegt im Untergrund. Der Untergrund muss akkurat vorbereitet sein. Er muss sozusagen bolzeben, so eben wie die Fliese auch ist, muss der Untergrund sein, weil unsere Fliese in der Untergrundbeschaffenheit nichts verzeiht. Also das heißt einfach, der Untergrund muss ganz glatt sein. Die Großformate bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Gestaltung. Große Fliesen lassen auch die Räume größer wirken. Und da weniger Fugen das Auge weniger stören, wirken die Flächen durchgängig und ruhig, wie aus einem Guss. Früher hatten wir ja wirklich nur das Nötigste im Bad gefliest, also es war jetzt so der Trend. Momentan kommt man wirklich wieder die Bäder Raum hoch zu fließen und wenn man da jetzt so das Format 1,50 Meter auf 70 hat, man hat gleich Raumwirkung, nicht die ganzen Fugen, wo unterbrochen sind. Man kann ja auch mit dem spielen. Wir haben hier jetzt Hochkant, genauso dann auch waagrecht verlegt. Nebenan sehen wir ja unser Mosaikchen noch dazu, also man hat da schon großen Spielraum, wie man es gestalten kann und was man hervorheben möchte. Besonders stylisch wird es übrigens, wenn Boden- und Wandfliesen passend gestaltet werden. Bei der Wahl der Optik gibt es auch bei den Großformaten keine Grenzen. Naturstein- oder Holzoptik, einfarbig oder gemustert.